Aloha, meine Lieben. Ich spiele hier mit der lieben Zockerrübe. Sie hüpft schon voller Freude. Hello, hello. Und das Wetter wird Yeah. besser. Ja, genau. Yay! Alles klar. Und Genau. wir spielen das liebe Ja. Spiel. Vielleicht kennt ihr Serious? das. Ja, ich hab's schon verraten. Yeah, Serious Sam HD, First Encounter. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Früher haben wir das immer in LAN-Partys gespielt, also nicht HD, aber das Original Serious Sam und es ist einfach herrlich. Und die Zockerrübe sieht auch fantastisch aus, wie ich finde. Jo, du auch, meine Liebe, hör mal. Geile Schlappen an. Wohlfühlbuchs. Ja, klar. Man muss ja schön bequem laufen Ja, können. auf jeden Fall. Du bist hier mit Absatz am Start, das Ja, freut mich. ich drehe mich mal für die Oh, Zuschauer. Du hast so eine schöne Bombe auf dem Rücken. Ja, Die, ne? ja, das sieht wundervoll Das ist aus. die Zielscheibe für die Monster, die mich von hinten erschießen wollen. Die brauchen dann nur noch auf die Bombe zielen. Ich Genau, habe durch. und jo, Ja. sag du. Ich weiß, dass es hier am Anfang ein kleines Easter Egg gibt. Und da würden wir dann mal hinlaufen und euch das zeigen. Yeah. Genau, das ist nämlich hier ums Eck. Hier ums Eck. Man kann bei Serious Sam jede Menge Geheimnisse entdecken. Wir können euch nicht versprechen, dass wir die alle entdecken. Die sind teilweise sehr gut versteckt. Yeah, mega Geheimnis gefunden. Fans wurden befreit. Wir wissen nicht genau, was es ist, ob das Ups. jetzt Hallo. Fans wirklich sind, die entweder. Hallo, Der letzte sieht am besten aus, ey. Mit seiner grinsenden ja, auf Hackfresse. jeden Fall. Oder? Das ist Was sehr haben die witzig. denn für Köpfe, ey? Ja, das ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Hallo, dreht er sich nochmal um, ey. Ich glaube, man kann die auch angreifen, aber so gemein sind wir jetzt nicht. Nee, aber wir gucken mal, ob es hier unten noch was. Ja, da gibt es noch Ja. was. Moment mal, ich Raketen. muss mal ganz kurz gucken. Meine Musik ist gerade hammermäßig laut. Ja. Ja. Hier ist nämlich alles total laut. Das hat sich alles zurückgestellt. Mehr so, wie ich es hatte. So, jetzt müsste es klappen. Ich hoffe, ihr Cool. habt überhaupt was verstanden gerade, weil mir hat es gerade echt das Hirn weggeblasen mit der Musik. Es hat sich einfach zurückgestellt. Nun gut. Bam. Ist hier wohl noch was hier so rumlaufen? Nee, ne? Hier werden ja wohl nicht mehr als. Hier wird ja wohl nicht mehr als ein Geheim. Oh! Oh. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wo bist du denn hin? Ich bin in Hallo? die Wüste. Hallo! Ich bin in die Wüste gesprungen, Habe ich dich in scheiße. die Wüste geschickt? Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder Ich hoch? glaube, du musst da einmal um Körmel rum. Oh nein. Ja, das ist der interessanteste Teil des kompletten Let's Plays, wie ich jetzt hier versuche, wieder in diesen Komplex reinzukommen. Ja, du musst einmal um die Ecke und dann kommt da nachher so ein Tor. Hallo. Oh nee. Ja, das wird mir wahrscheinlich bei meiner Geschicktheit noch öfter passieren, dass ich dann irgendwo runterfalle. Ich komme dir mal eben entgegen. Hier. Ach so, da musst du. Ach ja, hier kannst du ja nicht hoch. Interessiert schon, was das Schwarze da hinten ist, Ja, liebe mich Rübe. auch. Sollen wir mal hinlaufen? Meinst du, wir kommen da hin? Ja, weiß ich nicht. Schon ziemlich weit weg, ne? Ja. Kommt das näher? Doch, es kommt aber näher. Ja, ich glaube, das ist echt irgendwie, weiß ich nicht, ey. Ja, gleich ist das eine Fata Morgana. Huch! Oh. Ich würde zurückkommen. Was sind das denn für Riesengegner? Kommst du? Komm. Oh. Die kommen jetzt auch noch. Ach du Scheiße! Wah! Fuck, die schießen auf Hilfe! uns. Hilfe! 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 Du rennst rückwärts genauso schnell wie ich vorwärts. Ich traue mich nie umzudrehen. Ich mich auch nicht. Also, Komm, was was heißt ich ist? mich auch nicht? Hä? Ich laufe rückwärts, ich traue mich auch nicht, mich umzudrehen. Ich traue mich auch nicht.
Kommen die näher? Fuck, da kannst du auch nichts machen. Hängen da. Oh, nein, nein, die hängen doch nicht. Um Gottes Willen. Fuck. Wir müssen schnell gucken. Scheiße. Na oben? So. Ja, bist du nach oben? Nee, ich bin erstmal hier einsammeln. Ich will mal gucken, ob es hier noch was gibt. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ach, das habe ich ja wieder super hingekriegt hier. Scheiße. Oh. Ich bin gerade mal nach oben gerannt. Ja. Sind die Viecher jetzt hier echt am Start? Ja. Oh nein, was habe ich getan? Oh, Missile. Ja, wenn es weiter... Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Mist. Scheiße. Die kommen hier hoch. Ich meine, wie viel Schuss brauchen die wohl? Ich habe keine Ahnung. Ich schieße in meinen Kopf. Oh Mann, ich glaube, das war nicht gut, dass ich die schon ausgelöst habe. Scheiße, ich bin tot. Ups. Oh, Ficky Fucky. Hilfe, Hilfe. Ich versuch mal, ob ich... Der kommt nämlich nicht weiter hier hoch. Oh, ich sterbe jetzt hier einfach mal fröhlich vor mich hin. Aber ich kriege ihn auch nicht kaputt. Den Dicken. Ich glaube, das war nicht so gut mit den Waffen, die wir bis jetzt am Start haben, diese Dinge auszulösen, glaube ich. Also wenn ich dem genau ins Gesicht schieße... Ich komme wieder zu dir. Ich komme zu dir. Ach, das war so dumm. Nein. Kommen da jetzt noch andere? Ich versuche mal hier irgendwie... Aus wie so Horrorkarpfen, ey. Oh. Einer ist tot. Oh, liebe Rübe, ich bin schon 100-mal gestorben. Es ist einfach nur... Ah! Komm hier hoch und dann hinter die Ecke. Nein! Das ist einfach nur total bescheuert. Wow, fuck. Einen von denen müssen wir noch mal... Ja, liebe so. Leute, also das artet jetzt direkt den Stress aus. Ja, genau. Ich hätte die nicht... Ja, jetzt ist der auch kaputt. Oh, Wahnsinn. Lassen die irgendwas fallen? Nee, ne? Der eine steht da unten noch, aber der tut, glaube ich, nichts. Was kriege ich denn da unten rum? Was kriege ich denn da für einen Kopf rum? Ach so, nee, das ist so kleiner. Das sind diese Fans. Also, dieser Spruch, Curiosity killed the cat, ja, das war sehr gut, wie ich jetzt gerade feststellen musste. Oh, wow. Was für ein Drama, Mensch. Hier rumgucken. Oh, hier hinten bin war ja noch was, ne? Ja, warte. Oh ja, die Knarre. Ah, ja. Der Colt für alle Fälle. Und jetzt kommt der Dicke hier runter. Haben wir den schon mal? Ups, von hinten. Konnte man hier eigentlich durch? Ah ja, genau. Hier geht's ja weiter. Dann gucken wir erstmal nochmal. Nochmal eben rumgucken. Weil hier hinten so in der Ecke lag ja auch noch. Das war jetzt geil. Ach, ja, komm. Ich geh mal da hinten hin. Auf einmal so plöpp. Voll die Armee, ey. Und da ist noch einer. Ja, wie gesagt, wir waren ja jetzt auch noch nicht so super ausgerüstet, um es mit denen aufnehmen zu können. Ja. Auf jeden Fall sehr witzig. Das macht das Spiel schon mal spannender. Ach ja, herrlich. Mm. Ja, jetzt fragt sich, ob hier auch noch Geheimnisse sind. Können wir eigentlich hier hoch? Nee. Ich würde ja eigentlich gerne noch mal mich nach unten wagen, weil da war ja auch noch was, ne? Da ist auch noch ein Oh! Ich krieg hier schon wieder Dingens ab. Gott, ich bin schon wieder fast tot, ey. Das gibt's doch gar nicht. Da unten hängen auch noch welche rum. Ja, was machen wir? Wo bist du? Da. Ich bin hier. Sollen wir unten rein? Ja, lass uns nochmal gucken, ob wir uns nach unten wagen können. So. Können wir eben hier drauf gehen? Was ist denn hier noch? Oh, hier ist noch was. Ja, wir gehen jetzt gerade, glaube ich, so ein bisschen unkoordiniert, war aber auch egal. Ja, ich glaube auch, hier ist noch so ein Raum. Oh, oh. Tschö. Scheiße. Oh nein. Oh, Ficky Fucky, was ist los? Ich komme wieder runter. Okay. Oh, oh nein. Da kam einer mit und wieder oh, hoch. Ich komme wieder runter. Oh Gott, ist das bescheuert. Und so. Wieder hoch. Jetzt fahre ich mal eben hoch. Okay, ich komme wieder runter. Komme ich runter? Ja.
So. Ich lach mich scheckig. Ja, das ist wieder so richtig typisch wir. Zwei Mädels auf Reisen. Achso, hier kommen wir raus. Oh. Ja, dann können wir ja hochfahren, oder? Ups, warte mal. Oh, fuck. Oh. Ah, da steht so ein... Ja. Oh, wow. Was soll das überhaupt sein? Oh, oh fuck. Mhm. Feuer drücken zum Wiedereinstieg. Nee, tschö. Ich gehe mal eben von hinten ran. Den nochmal eben hier platt machen. Auf die Seite gehen. Boah, wie lange der dann mal nachlädt. Ach, wie herrlich. Die fressen aber einiges an Muni. Mann, kaputt. Haben wir jetzt sehr alle? Cool. Nee, unten steht wahrscheinlich noch einer, ne? Ja, einer ist noch da, aber hier ist zum Beispiel noch ein Energy. Das hatte ich, glaube ich, schon gesammelt, als ich hier verzweifelt davon gerannt bin. Jetzt laufe ich hier nochmal gerade eben rum. Gucken, ob hier noch was ist. Alter Schwede, ey. Boah, Herzinfarkt am Sonntagnachmittag, ey. Ma? Und da unten war auch noch einer. Von den Dicken. Ja. Der lief so da unten noch rum. Ja, der steht da ganz so. Ganz am... Oh. Ja, lass mal den mal stehen, wa? Ja, würde ich auch sagen. So, hier hinten war ja... Ach doch, hier war ja noch eine Wumme. Ah, die hatten wir ja noch gar nicht eingesammelt. Eine Wumme und zwei Kollegen. Herrlich, herrlich. Die Wumme hatte ich auch schon, weil ich bin ja hier gerade verzweifelt, schreiend weggelaufen vor diesen Riesendingern. Und hier kam doch auch noch was her, oder? Nee. Jetzt können wir eigentlich ja hier wieder rein und mit dem Aufzug da hoch, ne? Gucken wir mal, was hier noch so ist. Da ist auch ein Aufzug und was ist hier? Hier kommen wir dann wieder da raus. Genau, mit dem Aufzug nach oben. Genau. 1, 2, 3, hopp. Weil der ja direkt losfährt. Ja, stimmt. Ach ja, genau. Lechzen. Und dann... Da hinten geht's, glaube ich, weiter, ne? Da hinten durch. Genau, hier müssen wir jetzt rum. Und da kommen wir zum Badebecken. Badebecken. Erstmal die Rüstung hier einsammeln. Ja, ich war nämlich rüstungslos. Ach Gott, die bringen jeder nur eins. Das ist aber süß. What the fuck, was willst du denn hier? Mal eben rum. Das war's an Gegnern? Das kann doch gar nicht sein. Ja, waren doch vorhin. Hör noch was. Ich höre noch was. Zwei, oder? Eigentlich. Weil wir hatten hier schon mal testweise das erste Level gespielt, ob alles so funktioniert. Ja, genau. Und wussten dann, dass hier nicht nur ein Gegner umherläuft. So. Ich glaube, das war es. Jetzt glaub nur noch. Auch. Nur noch hier das Ding aufsammeln. Hoppala. Und dann können wir hier auch schon wieder weiterlaufen. Ja. Ah ja, genau. Jetzt kommt jawohl. Hier noch ein bisschen jetzt mehr. Jetzt kommt die richtige Action. Da hinten ist noch... Oh. Da ist noch Rüstung. Oh. Ach, die gibt es auch in zwei Größen. Das sehe ich ja jetzt erst. So, und jetzt gleich noch diese Scheißklett. Ja. Au. Boah, der schleudert so blöde Dinger. Ja, das ist sehr fatal. Vor allen Dingen ganz am Ende kann ich mich noch daran erinnern, als wir es früher gespielt haben, da kommen die ja zu Tausenden auf dich zu. Und das ist ja nur noch ein wildes Geballer in jede Richtung. Das ja. ist einfach nur herrlich. Wahnsinn. So. Ich bin gibt echt es mal hier wohl gespannt. Noch Geheimnisse? Ja, wir können ja mal die Wände abgucken. Aber ich glaube... Hä, muss ja irgendwie auffallen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie so eine vorstehende Wand oder sowas. Oder eine andersfarbige, irgendwie sowas habe ich noch im Kopf. Man konnte aber auch teilweise mal irgendwo hoch und naja. Ja, ist hier alles nix, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit. Ja gut, dann mal hier ab. Genau. Da sind wir auch sehr schon. Sehr gut. Sind wir auch schon fertig? Sehe ich denn, wie oft ich gestorben bin? Weil da unten musste ich das ein oder andere Mal mein Leben lassen. Das siehst du unter Statistik. Oder? Nee, gar nicht. 40 von 58 Gegnern ausgeschaltet. Genau.
Spielzeit, geschätzte Zeit, Zeit, Bonus. Was ist das unter Strat? Nee. Fehlen diese Entwicklerfreunde wohl als Gegner? Nee, oder? Weil ich glaube schon. Weil 18 Gegner übersehen? Die haben wir ja leben lassen. Eben, genau. Und 2 von 7 Geheimnissen. Verdammt, haben wir 5 Geheimnisse übersehen. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Auch obwohl wir in der Wüste waren. Jo. Dann gehen wir mal weiter nach Sand Canyon. Yeah. So, hier sind wir rausgekommen, dann geht's nicht mehr zurück. Pyramiden-Action. Denn hier noch was? Wir sind besessen von Geheimnissen, aber irgendwie... Sind hier keine. Nö, leider nicht. Verdammt. Egal, dann gehen wir mal weiter. Ja, dann gehen wir weiter. Oh, was? Oh, ich glaub vor die Wand. Und jetzt kommen hier wieder unsere Selbstmordfreunde. Da kommen Jawohl. Sie schon. Wenn du die zu nah an dich ranlässt, dann... Hast du ein Problem. Ja, dieser Humor ist ja einfach so geil auch, was der dann immer dazwischendurch prallt. Jawohl. Nicht mit uns. Bams. Meine Lieben. Yeah. Wie die auch zerfliegen, ne? Also... Das ist echt unglaublich, ey. Also, naja, nun gut. Also, es ist schon ein bisschen Massaker. Ein bisschen. Aber schöne Stiefel haben sie. Ja. Vielleicht können wir die ja nochmal wieder zusammensetzen irgendwann. Machen wir bestimmt. Oh, ficky fucky. Ja. Da geht's schon direkt weiter. Ah, da ist schon wieder so ein galoppierendes Etwas. Ja, genau, das Pferd. Was nicht aussieht wie ein Pferd. Da hinten ist Rüstung. Jo, hier ist noch Muni. Hier ist eine Rüssi. Fup. Da. Ah, da ist Muni, okay. Oh, Rüstung plus 1, wie süß. Ja, ne? Oh, wie süß. Aber vielleicht ist das dann genau der Punkt, der dir fehlt. Ja, genau. Sollen wir mal hier über den Berg luren? Geheimen Geheim Gang zum versteckten Teil gefunden? Was? Ach so. Aha. Das wird dann auch ein Geheimnis sein. Also muss man immer ein bisschen weiter gucken, als man... Was ist das denn für Muni hier in diesen grünen Dingern? Kugeln. Kugeln steht da nur, aber nicht Kugeln für was? Wahrscheinlich so ein Maschinengewehr irgendwann, ne? Mhm. Die Raketen oder was? Jawohl. Oh. Ah, da kommen unsere Freunde wieder. Wo was? Kommen sie her? Da. Von. Ah. Oh! Wo ist die Sau? Also. Der war hinter mir. Nicht mehr existent, alles klar. Ja, es ist schon wieder ein bisschen. Ich glaube, in der nächsten Folge stelle ich mal auf Hippie. Mal sehen, das interessiert mich schon sehr, was das ist. Da hinten kommt doch einer angerannt. Da oben kommt auch noch einer her. Die haben aber auch ein Aggressionsproblem. Mensch. Da hinten kommt einer. Man hört sie immer, bevor man sie sieht. Einer. Ja, genau. Das ist ja zum Glück. Zum Glück. Das stimmt allerdings. Hört sich jetzt ziemlich ruhig an. Haben wir sie alle? Wir haben sie noch alle. Ich glaube, ja. Sehr gut. Ja, gibt es hier noch ein Geheimnis vielleicht? Geheimes Tal. Ja, das ist... Interessant. Ja, cool. Okay, die Geheimnisse bedeuten also auch immer jede Menge Muni. Das sollten wir uns dann nicht entgehen lassen. Was ist denn hier hinten? Kann man hier hinten vielleicht noch rum? Weil da führt der Weg noch irgendwie rum. Aber ich glaube... Komme ich hier hoch? Oh. Ah, oh, das gibt Wadenmuskeln. Nee, komm ich nicht hoch. Nee, verdammt. Na gut. Das wäre geil. Geheimnis im Geheimnis im Geheimnis. Das ja, genau. Gut. Dann gehen wir doch mal wieder. Und hier der Stein, kann man da was machen? Sieht auffällig aus, ne? Huch. Bam. Pyramidenschändung. Ja, genau. Pyramidenschändung. Totenschändung, ey.
Zack, dann erstmal hier rein. Hier gibt's noch Hüssi. Yeah. Analysiere. Dann analysier mal. Ach so, ja. Hier unten ist ein bisschen rauchig, ne? Ja, sehr undurchsichtig hier. Mhm. Oh, hier liegt aber was. Hier ist Muni. Oha. Ich höre Getrappe. Kriegen Besuch. Es kommt gerade die Treppe herunter. Wo ist er? Oh. What the fuck? Ich sehe den nicht. Aha. Boah, der braucht aber schon aus der Schrotflinte 5 Schuss. Das ist ja der Wahnsinn. Unsere Pferdefreunde, ey. Was ist das hier? Hier ist nix, ne? Ist, nee. Die Luft einfach sehr schlecht. Schon lange keiner mehr gelüftet. Ja, allerdings. Wir haben 20 Minuten voll, sehe ich gerade. Sollen wir hier mal ein Päuschen machen? Ja, können wir gerne machen. Bevor wir durch diese Tür hindurch gehen. Oh, was uns da wohl wieder erwartet. Ja, ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Irgendwelche Pferde und keine Ahnung. Riesenroboter. Ja, die haben wir. Ich glaube, die hätten wirklich eher später im Spiel erst kommen sollen. Naja. Egal. Wir haben es ja bewältigt. Das stimmt. Ne? Naja, ich nicht so, du eher für mich, aber Hauptsache einer von uns, ne? Ja, das war aber auch so episch, ey. Oh, ich guck mal, was da hinten so los ist. Auf einmal so, fupp. Kommen die da einfach mal aus der Wüste rausgesprungen, ey. Richtig episch. Herrlich. Ja, geil. Dann würde ich sagen, meine Lieben, wir machen hier Schluss für diese Folge und wir hoffen, dass wir euch natürlich auch in der nächsten Folge wiedersehen und dass ihr wieder einschaltet. Nee? Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, bis dahin. Tschüssikowski. Aloha.